Trend- und Zukunftsforschung ist was sehr Unterschiedliches, das muss man zunächst wissen. Trendforschung beobachtet Gesellschaft. Trendforschung ist gewissermaßen Gegenwartswissenschaft. Also wir versuchen in dem Fall herauszufinden, was ändert sich gerade und sofort. Und Zukunftsforschung macht daraus langfristige Modelle, also Wahrscheinlichkeiten, die wir heute auch immer besser berechnen können, weil es heute neue wissenschaftliche Zugänge zur Zukunft gibt. Wir haben heute zum Beispiel gewaltige Datensysteme, mit denen man arbeiten kann. Und deshalb können wir immer besser sortieren, was kann man voraussagen, was kann man nicht voraussagen und dazwischen vor allen Dingen unterscheiden. Und insofern ist das, was die Zukunftsforschung in den 60er Jahren mal war, nämlich eher eine spekulative, erzählende, ja auch sehr weiche Wissenschaft, heute schon gar nicht mal so sehr der Fall. Wir wissen heute über die meisten Systeme relativ gut Bescheid. Es gibt ein wunderschönes praktisches Beispiel dafür. Man kann die Zukunftsfähigkeit von Ehen hervorragend voraussagen. Es gibt ein Ehepaar in Amerika, das Ehepaar Gottman, das seit 20 Jahren Eheprognostik macht, und durch ein relativ einfaches Experimentsystem werden die Paare gebeten, eine halbe Stunde miteinander über Alltagsprobleme zu reden, an den emotionalen Übertragungen ausrechnen kann, ob diese Ehe in 5 Jahren noch existieren wird oder nicht. Der entscheidende Punkt ist natürlich, dass das Ehepaar Gottman keine Kunden hat. Also die Frage, ob Menschen eigentlich oder auch Unternehmen Zukunft wirklich wissen wollen, ist noch eine ganz andere Frage. Und deshalb muss man auch dazu sagen, dass Trend- und Zukunftsforschung irritieren muss. Sie muss letztendlich die fixierten Zukunftsbilder, die Menschen im Kopf haben, ein Stück weit in Frage stellen und den Horizont erweitern. Das ist das, was unsere Aufgabe als Zukunftsforscher ist. Es gibt auf der einen Seite natürlich viel Zahlenarbeit, Arbeit mit Daten und Konfiguration und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das geht bis hin in die Mathematik. Es gibt Kollegen, die in Zürich zum Beispiel, Dirk Helbing, baut ein riesiges Computersimulationssystem für viele 100 Millionen Euro, in denen ökonomische und auch soziale Zukünfte simuliert werden können. Das ist der eine Teil. Der andere ist eben der sehr unterhaltsame und auch erzählende und geschichtenerzählende Teil der Trendforschung, in dem es vor allen Dingen auch um Begriffe geht, um Lebenssituationen von Menschen, wie verändert sich der Alltag, Future Living, also das sind so die klassischen Themen aus der Trendforschung, wie verändern sich die Generationen untereinander, das ist aktive Sozialforschung. Und da wird es natürlich meistens unterhaltsam, aber manchmal natürlich auch, wenn man nicht aufpasst, ein bisschen flach.